Grüß euch. Heute hätte ich wieder ein paar Neuigkeiten. Und zwar, ich habe einen Freund aus der Südsteiermark da. Ein René. Also er spielt ja bei den Urgestein bei den Südklang. Genau. Also meine Firma auch. Wir erzeugen selber steirische Harmonika Südklang. Ja, genau. Also er produziert ja die steirische Harmonika, ganz eine schöne Harmonika. Es hat viele Fernsehsendungen gemacht, ein super Musikant und einen René habe ich jetzt da. Heute bin ich ganz speziell, ja, sitzt da in Tirol bei Peter von Alpenspektakel. Ich habe einen Grund, dass ich heute da bin. Und zwar, Sie kennen mich wahrscheinlich von Livestreams und YouTube und so oder noch von Zeiten, wo ich Volkstadl-Produzent war. Sie kennen mich mit der Harmonika, aber heute habe ich einen anderen Grund. Und zwar, ich bin mit dem Blut und Seele ein Volksmusikant und ich habe immer gesagt, dass diese Musik erstens, wenn du von Herz spielst, nicht nur vom Herz, wenn du viel übst und so, eine andere Stelle in der, sag mal, draußen auf dem Markt oder medienmäßig kriegen muss. Das Problem ist immer gewesen, diese Musik haben die Redakteuren von Rundfunk und Fernsehs immer auf der Seite geschoben, das ist Volksmusik, oder es haben noch mehr gegangen, die haben mehr Schlager eingebracht und haben gesagt, das ist Volksmusik. Leider ist nicht, wir wissen, was Volksmusik ist. Deswegen habe ich einen guten Spezialist da, der das genau gut weiß, was die Volksmusik ist. Lieber Peter, servus, nochmal. Ich bin jetzt so angefangen, ein bisschen viel geredet, aber passt. Du, passt, wir reden eh viel, wir müssen viel reden, wir müssen diskutieren, wir müssen die Karten auf den Tisch legen. Wie siehst du diese Situation vor? Weißt du, was ums medienmäßig geht, wo wir jetzt hingekommen sind, und die Corona hat die Situation noch verschlechtert. René, erst einmal herzlich willkommen in Tirol. Freut mich, dass du uns besucht hast. Wie du sagst, also ich habe auch einiges zu tun in der Volksmusik, volkstümlicher Musik. Also für mich ist die Musik, ob volks- oder volkstümlich, dasselbe. Weil wir haben Volksmusiker hier, die sehen das ein bisschen anders. Ist aber egal. Also ich mit meiner Kapelle, mit dem Alpenspektakel, wir haben auch das gleiche Problem. Jetzt durch Corona ist ja gar nichts. Leider. Bei alle. Du hast ja da eine Idee, weil wir sind, wie du gesagt hast, nirgends mehr vertreten. Also, oder fast nicht mehr vertreten. Es gibt keine Sendungen mehr, wo volkstümliche Musik gespielt wird. Immer mehr Oberkräner Partien hören auf. Bei uns da in Tirol, die kannst du an einer Hand abzählen mittlerweile. Richtig. Also es ist, der Zillertaler Sound hat jetzt ein bisschen, ist populär geworden, aber es ist eine Breite da von Musik und die wollen wir natürlich machen. Und du hast eine gute Idee gehabt, also einen eigenen Kanal für diese Musikszene Schiene zu machen. Ich bin von Blut und Seele ist mein Hobby auch der Fernseher. Wenn du einmal in der Fernseher tätig warst, dann zieht dich immer wieder zurück. Und das taugt mir. Ich habe immer wieder gedacht, wie könnten wir so einen Kanal oder einen so Fernsehsender gründen? Und jetzt habe ich Idee gekriegt. Ich habe immer gesagt, Südklang ist auch eine breite Schiene wie Volksmusik. Bei Südklang haben wir Harmonika, haben wir Musikschule. Und jetzt starten wir, wenn alles okay ist, mit 1.3. auch mit eigenem Fernsehkanal. Fernsehlizenz haben wir bekommen und es wird ein interessantes Kanal sein, freilich alles auf Deutsch, obwohl die Videoclips sind alle herzlich willkommen, auch wenn die Musikgruppen, volkstümliche Musikgruppen aus Slowenisch singen, nichts falsch, weil das ist, Musik kennt keine Grenzen. Genau, ich kenne ganz viel, also ihr seid eher slowenischen Bereich, wir sind mit unserer Kapelle nicht nur in Österreich, wir waren ja sehr viel Deutscher und Dänemark waren wir ja ganz an der Top, waren wir ganz vorn und da gibt es ja auch viele volkstümliche Musikanten da oben, also Oberkräner-Partien, da haben wir auch Clips, holländische Musikanten, gibt es Oberkräner-Bands, habe ich auch. Und wie gesagt, ich habe gesagt, wir müssen eine Fernsehs haben, die das tatsächlich hinter die Künstler, Musikgruppen und noch mehr hinten diese Kultur steht. Diese alpenländische Volkskultur.
Um das geht jetzt bei diesem Fernsehsender, genau. Südklang TV. Ausstrahlung wird jetzt zuerst über www.südklang.tv sein und dann später kommen wir auch in Kabelsysteme rein. Ab 1. März 2022, also 24 Stunden wirst du senden und genau. Es freut uns, dass wir auch mit unseren Studios, wir haben ja über 300-400 Clips, wir haben auch viele verschiedene Sendungen, Natur, genau. Tradition und da werden wir auch monatlich einiges beisteuern. Nur ein bisschen was da. Beisteuern. Nur ein bisschen was. Und das freut uns. Also auf der ganzen Welt könnt ihr uns beobachten, genau. Ab 1. März und auf dieser Adresse. Genau.